Ich bin bei der AOK Baden-Württemberg, Referent für das betriebliche Gesundheitsmanagement und da bei der Hauptverwaltung, das heißt eher in der Funktion Koordination, Organisation von Prozessen, von Angeboten, von konkreten Maßnahmen in Kontakt mit Verbänden, mit Trägern. Ein Stück weit Schwerpunkt ist bei mir das Thema BGF in der Pflege, um dort eben gezielter auf die Anforderungen, auf die Bedarfe der Pflegekräfte eingehen zu können. Ja, wollen wir als Krankenkasse dort eben nicht nur branchenübergreifende Angebote und Beratung platzieren, sondern eben uns da auch weiterentwickeln und gezielt tatsächlich eben auch helfen. Genau. Ich war, bevor ich bei der Hauptverwaltung angefangen habe, Koordinator in Heilbronn, Heilbronn-Franken und in der Funktion eben sehr wohl direkt in Kontakt mit Firmen und dort eben Projekte zur betrieblichen Gesundheitsförderung eben durchgeführt. Heute soll es um das Thema, Melanie Müller hat es ja schon angedeutet, die Säulen des BGM gehen. Und die Idee ist, dass wir uns tatsächlich eben Zeit nehmen, uns auszutauschen, zu besprechen, wie kann denn eine Verknüpfung vom BGM-Haus gelingen, noch gar nicht vielleicht zu sehr in die Inhalte der einzelnen Bestandteile eines BGM-Hauses, sondern tatsächlich mal schauen, warum macht es Sinn an der Stelle, wie gelingt es beispielsweise vor Ort und welche Erfahrungen liegen da eben auch in ihren Häusern. Und dazu habe ich in erster Linie dieses Schaubild mitgebracht. Sie sehen hier sozusagen, ein Haus steht auf vier Säulen. Und zwar eben unser betriebliches Gesundheitsmanagement. Ich verzichte jetzt hier in der Runde, weil ich ja auch mitbekommen habe von der Vorstellungsrunde, dass Sie eben ja teilweise schon recht intensiv eben im Thema BGM mit dabei sind, welche Zielsetzung die betriebliche Gesundheitsförderung hat. Aber letztlich geht es eben darum, Gesundheitsrisiken in der Belegschaft bei den Beschäftigten zu reduzieren und eben gleichzeitig Gesundheitspotenziale, Gesundheitsressourcen aufzubauen. Und vielleicht eben, wenn man sich auf die Säulen schaut, grob gesagt, tatsächlich mit etwas unterschiedlichen Perspektiven. Also ich sage jetzt mal, eben von dem Thema Risiken, Gefahren hinzu, es gibt bereits eben entsprechende Belastungen, Fehlbeanspruchungen, Vorschädigungen bis hin eben zum Thema Ressourcenaufbau und Gesundheitsförderung. Wir wollen, wie gesagt, uns die Säulen anschauen und vor allen Dingen überlegen, was ist denn die Kernaufgabe und wo sind die Aufgaben in den Säulen so weit identisch, dass eben eine Verschneidung, ein Austausch sinnvoll ist und damit eben Synergien geschaffen werden. Ich würde gerne beginnen auf der rechten Seite, und zwar bei der Säule berufsbegleitende Prävention der deutschen Rentenversicherung. Ist Ihnen vielleicht bekannt, und zwar nach § 14 Sozialgesetzbuch 6 hat die deutsche Rentenversicherung einen gesetzlichen Auftrag, Versicherte zu unterstützen mit präventiven Maßnahmen, die bereits leichte gesundheitliche Belastungen vorweisen, und haben dazu die deutsche Rentenversicherung mittlerweile ein bundesweit agierend ein Präventionsprogramm aufgesetzt. Diese Säule ist für den Arbeitgeber eine Pflichtmaßnahme, für den Arbeitnehmer eine freiwillige Maßnahme. Im Detail heißt es, dass der Arbeitnehmer auf die deutsche Rentenversicherung zugehen kann, einen entsprechenden Antrag stellen kann, wenn es eben sinnvoll ist, aus seiner Sicht eben eine Präventionsmaßnahme oder sich erkundigen will, welche Präventionsmaßnahmen denn die deutsche Rentenversicherung anbietet. Vielen Dank, Herr Ruppenthal, für den Link. Genau, rv-fit.de. Eine sehr gute Seite. Da spricht die deutsche Rentenversicherung übrigens auch von kleinen Zipperlein, die ihre Versicherten haben und können sich dann eben zu dem Thema Muskel-Skelett, Ernährung beziehungsweise
Psychische Belastung, Stressbelastung dort eben entsprechend schulen lassen. Pflicht für den Arbeitgeber deswegen, weil wenn ein Antrag positiv beschieden wird, der Arbeitgeber da sozusagen zur Kooperation, zur Begleitung, zur Unterstützung verpflichtet ist. Von daher sozusagen diese Zweiteilung. Hier noch ein kurzer Text. Wichtig ist eben, dass es hier darum geht, Versicherte zu erreichen, die jetzt noch keine so starke Beeinträchtigung haben, dass eine Reha-Maßnahme erforderlich ist, sondern es sollen gezielt Versicherte erreicht werden, die bereits ja oder die erste gesundheitliche Beeinträchtigung, wie hier formuliert, eben. Genau. Dann zur zweiten Säule weitergehend. Da beschäftigen wir uns mit der Säule BEM, betriebliches Eingliederungsmanagement. Ihnen auch bekannt unter Paragraf 176 Absatz 2 Gesetzbuch 9 obliegt es dem Arbeitgeber, auch da als Pflichtleistung, ihren Beschäftigten, ihrer Belegschaft eine entsprechende Unterstützung anzubieten. Der Arbeitnehmer ist dazu nicht verpflichtet an einer Teilnahme im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements, kann da eben freiwillig wählen, nimmt er teil, nimmt er nicht teil, kennen Sie mit Sicherheit auch. Auch da kennen Sie die Grundzüge des betrieblichen Eingliederungsmanagements, greift dann, beziehungsweise muss vom Arbeitgeber dann initiiert werden, wenn ein Beschäftigter 6 Wochen ununterbrochen oder eben aber auch wiederholt arbeitsunfähig ist. Und Ziel ist es eben über BEM, den Arbeitnehmer, den Beschäftigten gezielt zu unterstützen, wieder die Arbeitsfähigkeit zu erlangen, beziehungsweise eine weitere Arbeitsunfähigkeit eben zu vermeiden. Idealerweise dann eben auch mit Einbindung durch den Arbeitgeber, durch den Arbeitnehmer im Austausch von weiteren Kooperationen, von weiteren Partnern, von weiteren Akteuren wie Betriebsärzten oder eben auch die Rentenversicherung, sprich den Reha-Träger, wenn es eben darum geht, berufliche Reha-Maßnahmen einzuleiten beziehungsweise begleitende Hilfen. Wichtig ist eben, die Initiative muss vom Arbeitgeber ausgehen. Das heißt, er muss dann auch entsprechend gutes Monitoring, gutes Management haben, um eben auf diese Fälle eben auch aufmerksam zu werden und die Initiative ergreifen zu können. Das wäre sozusagen die zweite Säule, die unter dem Dach betriebliches Gesundheitsmanagement fußt. Die dritte Säule, und da springe ich jetzt nach außen, wer ist das Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz? Dann auch, sind Sie mit Sicherheit eben auch, oder haben wir Experten ja auch da von der BGW zuständig, ist da eben, sind die Unfallversicherungsträger. Sie sehen hier, das ist eine Pflichtleistung, sowohl vom Arbeitgeber als auch vom Arbeitnehmer, der eben auch an gewissen Stellen eben eine Mitwirkungspflicht hat, unter anderem bei dem Thema Gefährdungsbeurteilung. Zwei Punkte herausgegriffen, die ein Stück weit auch einfach zeigen, dass eben auch Wirkung oder die Ansätze mit den anderen Säulen greifen können. Und zwar einmal geht es eben auch beim Arbeitsschutz darum, präventiv zu wirken, also Gefahren an der Quelle zu bekämpfen. Und es geht auch darum, individuelle Schutzmaßnahmen, also personenbezogene Maßnahmen, zwar zu berücksichtigen, vorrangig, sind aber Maßnahmen, die die Verhältnisse, die Organisation beeinflussen sollen, verändern sollen, um eben Gesundheitsgefahren zu reduzieren, Gesundheitsrisiken auszuschließen. Genau. Kommen wir mit Sicherheit dann in der Diskussion auch noch näher darauf zu sprechen. Die vierte Säule, die unter dem Dach betriebliches Gesundheitsmanagement zusammengefasst ist, ist die Säule der betrieblichen Gesundheitsförderung. Hier hatten die Krankenkassen einen gesetzlichen Auftrag, Einrichtungen zu unterstützen, und zwar seit dem Präventionsgesetz eben auch mit einer Mindestausgabe. Also die Krankenkassen haben einen entsprechenden Ausgabe. Wert, Ausgabe, Volumen,
dass in diesem Bereich, in diesem Setting betriebliche Gesundheitsförderung sinnvollerweise investiert werden kann soll. Die Krankenkassen unterstützen hier nach einem gesetzlichen Auftrag für die Arbeitgeber und für die Arbeitnehmer ist eine Umsetzung, eine Beteiligung, eine Weiterentwicklung auf freiwilliger Basis. Also sage ich jetzt mal aus der Perspektive des Arbeitgebers mit Blick auf das BGM-Haus eine Maßnahme, die sozusagen on top wirkt, die das Haus vervollständigt. Genau. Die Idee heute ist eben, wie gesagt, dass wir uns gar nicht zu sehr auf diese einzelnen Bereiche fokussieren. Das ist dann eben auch beispielsweise im nächsten Termin. Schauen wir nochmal genauer auf die Säule Arbeitsschutz, genauer auf die Säule eben betriebliche Gesundheitsförderung. Wie unterstützen dort beispielsweise eben die Krankenkassen? Sondern, dass wir sehr bewusst auf diese Schnittstellen schauen. Wo gibt es denn Schnittstellen thematisch, organisatorisch, strukturell? Wie sind diese eben auch zu bedienen? Sind diese Schnittstellen schon ausgeprägt? Oder wo hakt es an der einen oder anderen Stelle? Sicher ist, dass ein betriebliches Gesundheits- oder dass Maßnahmen für die Gesundheit der Beschäftigten und die Themen, wenn man sich darum kümmert im Betrieb, dann effektiv sind, dann nachhaltig sind, dann wirksam sind, wenn es eben gelingt, diese Schnittstellen nicht nur parallel nebeneinander und dadurch eben auch Redundanzen und zu erzeugen und eben auch Synergien zu übersehen, sondern dann, wenn man eben erkennt, dass eben auch viel sich gegenseitig positiv beeinflusst und die Beschäftigten eben an der einen oder anderen Stelle da eben auch mitgenommen werden können. Sie sehen unten sozusagen als gemeinsame Klammer, greifen diese vier Säulen ineinander, dann oder damit diese vier Säulen ineinander greifen, gilt es eben eine entsprechende Organisationsstruktur, eine Unternehmensstruktur aufzubauen, Ressourcen zur Verfügung zu stellen, Gremien zu hinterfragen, wie sind die Gremien besetzt, mit welchen Köpfen, mit welchen Funktionen, wie ist der Austausch organisiert, wie ist die Kommunikation organisiert. Und eben auch das Thema Unternehmens- und Führungskultur. Also das ist eben auch in Entscheidungsprozessen, in Führungsprozessen Gesundheit der Beschäftigten immer ein relevantes Thema ist und eben nicht nur Gesundheit im Sinne des Arbeitsschutzes oder Gesundheit im Sinne der Langzeiterkrankten, sondern dass man sowohl die einen als auch die anderen Bereiche eben mitdenkt und dort eben versucht, wie gesagt, an diesen Säulen gleichzeitig zu wirken. Vielleicht noch als Beispiel aus der betrieblichen Gesundheitsförderung, wo wir von uns aus eben durchaus viele oder durchaus Schnittstellen sehen und die in unseren Projekten eben auch umsetzen oder versuchen umzusetzen, ist das Thema im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung sollen wir ja eben auch bedarfsorientiert agieren und führen dort dazu eben auch mitarbeiterorientierte Formate durch. Und im Rahmen dieser Formate werden eben nicht nur Themen der Gesundheitsförderung angesprochen, sondern es besteht eben auch die Möglichkeit, sehr wohl eben auch Fehlbelastungen, Gesundheitsrisiken anzusprechen, die zu erfassen und die eben entsprechend auch weiterzugeben, auch ans ASA beispielsweise, in den Arbeitssicherheitsausschuss beispielsweise. Ein Beispiel, ein anderes Beispiel ist eben, welche Daten liegen denn im Unternehmen vor? Daten aus dem BEM beispielsweise. Gibt es da anonymisierte Fallbewertungen? Welche Daten gibt es aus dem Arbeitsschutz? Und können diese Daten zum Beispiel im Sinne einer ergänzenden Mitarbeiterbefragung oder ergänzender AU-Analysen herangezogen werden, um eben einen Bedarf eben auch entsprechend ableiten zu können. Genau, das sind zwei Beispiele jetzt, wo wir sagen, an den Stellen ist da eine Verschneidung durchaus sehr sinnvoll und wird auch gelebt. So, das würde ich jetzt einfach mal nochmal überspringen und mit diesen zwei, drei, vier Leitfragen dann eben auch in die Runde sozusagen den Austausch eröffnen, eben mit der Frage, wie gelingt es denn, diese Verknüpfung
in diesen Säulen herzustellen? Gelingt es bei Ihnen im Haus? Was haben Sie schon probiert? Wo sehen Sie da Herausforderungen? Was wären vielleicht aus Ihrer Sicht die Big Points, die zu beachten sind? Oder Sie sagen auch, würde mich auch interessieren, Sie sagen, nee, diese Verknüpfung ist, macht die Sache einfach deutlich zu komplex für uns, für unser Team, für unseren Bereich. Und wir haben da eher schlechte Erfahrungen gemacht, dass wir eben, sage ich jetzt mal, den Zielfokus dadurch eben auch verlieren. Genau, also das sind einfach so ein paar Fragen, die uns jetzt in der Diskussion weiterhelfen oder führen könnten.